Mit einer künstlichen Intelligenz erstellte Katzenbilder, Roboter, die von selbst einer Linie folgen oder Filme mit dem iPad erstellen. Dies und vieles mehr gab es am 18. September im Kreistagssitzungssaal zu sehen. Dort lud die Fachstelle Suchtprävention der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises und das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation Hessen e.V. zum Fachtag ein. Mediatisierte Kindheit, Aufwachsen in mediatisierten Lebenswelten ist hier das Thema des Tages. Mit interaktiven Tagungsmethoden wird Raum für Dialoge und zukunftsweisende Fragestellungen rund um das Thema Kinder und Medien geboten. Zusammen mit Referentin Sabine Eder gibt die Veranstaltung einen Einblick, wie Medienerziehung aussehen kann. Ziemlich kreativ mit Kindern zu arbeiten, Medienwelten zu reflektieren, die Eltern mit ins Boot zu holen, mit denen gemeinsam auch Sachen zu reflektieren. Das haben wir heute hier schon gehört. Und ich fand es super, wir haben auch so einen Blick zurück, nämlich wie war es eigentlich vor 10 Jahren mit der Medienwelt? Also was hatten wir eigentlich da im Gegensatz zu heute? Sieht man einfach, was in den letzten 10 Jahren sich schon wieder verändert hat. Also dieser Wandel der Gesellschaft, diese Transformation, in der wir so stecken, durch die Medialisierung. Durch den Wandel der Medienwelt und der Transformation der Gesellschaft setzt der Fachtag gezielt auf den Austausch zwischen Referenten und pädagogischen Fachkräften. Auch die kritische Auseinandersetzung rund um das Thema Mediatisierung steht zur Debatte. Über die Wichtigkeit von digitalen Medien sind sich die pädagogischen Fachkräfte jedoch einig. Ich finde das sehr wichtig. Die Kinder wachsen damit auf. Und ich finde auch, man selbst muss viel dazu lernen. Und ich finde, wir lernen auch viel von den Kindern. Das ganz raus oder verbieten wird ganz schwierig werden. Also so ein guter Umgang damit zu lernen, finde ich, ist sehr wichtig und auch sehr gut für die Kinder. Mein persönliches Highlight sind hier die Stände und da ganz speziell nochmal die Stände, die mit Robotik und Logiksystem am Computer und Programmen zu tun haben. Und wie man sieht und was man jetzt hier so kennengelernt hat, macht auch total viel Spaß. Man muss halt immer auch Gefahren einschätzen, abschätzen können, aber das ist grundsätzlich in der Pädagogik und in der Entwicklung so. Ganz wichtig zu erkennen, Kinder haben Recht auf Mediennutzung, also die dürfen und sollen Bücher lesen, Filme angucken oder vielleicht auch Computerspiele spielen. Wichtig ist nur, dass sie auch das Recht auf Medienerziehung haben. Und dazu ist sozusagen die erste Sozialisationsinstanz die Familie ganz wichtig. Und die nächste Instanz ist natürlich die Kita. Die Kita sollte diese Lebenswelt der Kinder wahrnehmen und die ist ganz, ganz stark von Medien durchdrungen. Und insofern haben die Kinder eben dass dieses Recht auf Medienerziehung, dass da jemand ist, der mich gut begleitet, der mich befähigt, irgendwann auch mal, dass man diesem Recht eben auch nachkommt. Kreative Praxisideen als Impulse zu den Herausforderungen mediatisierter Kindheit. Das Angebot von Methoden zur Medienerziehung ist groß und wird noch lange nicht abgeschlossen sein. Hier heißt es für uns, am Ball zu bleiben, denn die Medienwelt und Gesellschaft wird sich weiterhin im Wandel befinden.